Willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Runde Satisfactory. Jo, beim letzten Mal haben wir ja angefangen, Treibstoffgeneratoren aufzubauen und unsere Anlage hier zum Laufen zu bringen. Ich habe die ersten 18, 19, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich in der Reihe? Ich glaube, 18 sind hier in der Reihe. Also ab hier, rinderwärts, läuft alles, habe ich ja alles angemacht. Die zweite Reihe steht noch nicht und ich habe jetzt hier 40 Treibstoffgeneratoren stehen von 141. Die laufen und ja, was soll ich sagen? Wir haben ein bisschen Strom. Wir kratzen zwar immer noch an der Grenze, aber wir brauchen auch nur gerade 5000. Ja, 5200 wollen wir. Max, wenn alles laufen würde, wären es 8000. 77, also 8100. Also wir haben noch ein bisschen Puffer jetzt. Und das ist ja das, was ich eigentlich wollte. Ja, ansonsten Kanister. Ich habe jetzt mittlerweile 4300 da reingestopft. Ich werde die letzten, beziehungsweise nicht die letzten, ich werde mal 200 nehmen und nochmal nachschieben. Und ich hoffe, dann läuft das hier halbwegs. Der erste Komplex läuft eigentlich, der zweite noch nicht ganz so, also da haben wir noch keine in Vorproduktion. Deswegen werden wir hier einfach nochmal nachschieben. 200. Und haben dann ein bisschen was, na, komm mal her hier. Und haben dann ein bisschen Puffer, hoffe ich. Ich hoffe es aber noch. Ja, wir müssen mal beobachten. Wenn nicht, müssen wir die Plastikproduktion nochmal auf Kanister umklemmen. Ich habe jetzt erstmal abgeklemmt, dass Plastik hoch zum Computer geht, um da ein bisschen zu produzieren. Aber ich sag mal, das Ding hier kurz hingebaut und ja, alles kein Thema, ne? Das läuft auch halbwegs mittlerweile. Ich muss jetzt natürlich forschen, um MK5 zu bekommen und die MK3 Miner zu bekommen, um unsere Kohle zu verdichteter Kohle, also beziehungsweise die Kohle und den Schwefel auf MK3, dass wir genug verdichtete Kohle produzieren können, um alles am Laufen zu bekommen. Ja, das wird eine riesen Plattform hier. Wie gesagt, das sind schon 40, aber jetzt ist weh. Na gut, nur ganz kurz. Ja, hier stehen jetzt schon 40, 141 brauchen wir, also es sind noch ein paar Reihen, die wir machen müssen. Aber ja, ich will heute, wie gesagt, mit euch ein bisschen forschen. Ich fahre jetzt nach Hause und wir sehen uns, wenn wir in der Main Base sozusagen sind. Bis gleich. So, in der Base angekommen. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch forschen können. Ich habe noch ein paar Computer mitgenommen. So, irgendwas um die 40 oder sowas waren gebaut. Ich wollte aber eigentlich erstmal noch die Monorail-Technologie machen. Schick mal die gleich weg. Ja, wir schicken sie gleich weg. So, da müssen wir jetzt natürlich noch warten, bis die Phase 3 abgeschlossen ist. Ja, Ruhe. So, dauert halt noch ein bisschen. Material sollte eigentlich noch drin sein, aber ich gehe mal gucken, nicht, dass uns da jetzt irgendwas leer läuft. Ist noch genug drin und oben sollte eigentlich auch noch genug drin sein. Ne, Motoren sind nicht mehr genug. Habe ich noch Motoren? Habe ich noch. Ich gucke nochmal 100 nach. Das sollte reichen, rein theoretisch. Und Gummi sollte eigentlich auch reichen. Gummi könnte auch reichen. Wenn nicht, lege ich da auch nochmal nach. Ja, ich bin am überlegen, ob ich. Ne, habe ich ja schon. Ja, 2,5 die Minute, ne? Irgendwas um die, ja, 62 brauchen wir noch. Das dauert noch einen kleinen Moment. Aber wir haben ja noch mehr zum Forschen, weil wir haben ja noch im MHM einiges. Und das ist eigentlich das, was ich auch noch heute mit euch machen wollte. Ja, gehen wir mal sortieren hier. Und ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal an. Ich will eigentlich will ich alles machen. Also holen wir uns mal den ganzen Krimskrams hier aus der Kiste raus.
So viel Platz habe ich gar nicht, aber okay. Wir holen uns das raus, die können wir verarbeiten hier. Eine können wir auch verarbeiten und brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Gut. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen was verarbeiten. So, ein klein wenig. So. Wo haben wir den Krimskrams? Nicht so blöd. Nicht so haben. Ganz oben. Ja, der gucken kann, ist klar ein Vorteil, ne? Ich verarbeite das mal alles schnell und ja, sehen uns dann gleich, wenn es soweit ist. So, kriegen ja doch ziemlich zügig, muss ich sagen. Dann hauen wir doch hier gleich mal einen Organismus rein und knacken die mal hier durch. Werde ich natürlich immer so ein bisschen, ja, ins Lager gehen müssen, um alles zu holen. Das haben wir auch, das kann man auch gleich durchknacken. Wir brauchen sie eigentlich nicht, die Proteininhalatoren, weil ich ja auf Friendly gestellt habe, die ja, Tiere, Monster, whatever, wie man sie schimpfen möchte. Das wird ein Problem, weil ich habe nämlich keine Eisen mehr. Was haben wir hier? Das wird auch ein Problem erstmal. Kriterium. Was haben wir hier an Kriterium? Ja, Kabelrutsche. Ich möchte so weit wie möglich heute kommen. Ja, da müssen wir die Dings bauen, okay. Die kriegen wir hin. Dann unten haben wir die Supercomputer. Da habe ich. Halt, da habe ich ja schon vorgesorgt. Der ist fertig. Den können wir umstellen. Tab auswählen. Das ist Supercomputer. Ah, da brauche ich auch KI-Begrenzer. Heikswiderschlüsse und Kunststoff. Und, ah. Was ist hier alles benötige? Computer. KI-Begrenzer haben wir nur 4, da müssen wir noch ein paar bauen. Highspeed-Anschlüsse habe ich ja hier gebaut, die sind hier drin. 300, 300 brauchen wir für eine Forschung. Für die Supercomputer. Hole ich sie mir? Ja, ich hole sie mir alle raus. Pack die hier schon mal rein. Und baue mir mal noch ein paar KI-Begrenzer. Nur leider habe ich das Rezept gar nicht im Kopf. KI-Begrenzer, KI-Begrenzer. Wo sind sie? Verdienen. Ach, jetzt sind sie. 42 können wir brauchen. Was brauchen wir an Kupfer und Dings? Habe ich noch genug hier? Das ist nämlich so eine Sache, die habe ich mir nicht hertransportieren lassen. Die müsste ich mir holen. Ich brauche erstmal das, was ich kann. Und dann gucken wir mal, wie weit wir in der Forschung kommen. Ich hoffe, wir kommen ein bisschen. Halt. KI-Begrenzer. Wo waren sie wieder? Ah, KI-Begrenzer. 56. Gut. Ich nuggel die mal schnell durch. So, das sind sie fertig. Waren nicht viele, aber ein paar. Und damit können wir schon mal ein paar Supercomputer bauen. Wir brauchen hier einen neuen. Achso, ich habe die Dings dran. Macht aber knapp 5. Ich brauche viel mehr. Viel, viel mehr. Eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich dafür eine Produktion starte. Aber dann müsste ich nochmal Container aufbauen. Ja, ich bin absolut am Limit da hier mit der Kapazität. Ja, ich müsste eigentlich das Lager erweitern. Ich müsste nämlich rein theoretisch nicht nur Platinen machen, ich müsste diese Anschlüsse machen, wie heißt das? Mir fehlt einiges daher. Die Highspeed-Anschlüsse, KI-Begrenzer bräuchte ich auf Lager. Platinen können wir ja machen. Brauche ich ja nur hinter das Lager einen Fabrikator hinstellen dafür. Beziehungsweise produzieren wir ja unten sowieso. Ich glaube, mehr, wie wir benötigen. Ja, es ist gerade echt schwer da hier und es dauert alles. Ich glaube, ich werde mir nochmal ein bisschen Turbodraht holen. Oh, da, der erste Supercomputer. Wir haben schon, 4 Stück haben wir schon. Hey, das rockt da hier. Das rockt.
Gut, ich fahre mal da hoch und hole mir mal ein paar Turbo-Draht. Da kommen wir in ein paar voll. Und wir sehen uns dann, wenn es etwas Interessantes gibt. So, die Produktion läuft erstmal. Ich habe noch ein paar KI-Begrenzer gemacht und ich würde sagen, wir forschen hier erstmal ein bisschen weiter. Genau, hierfür brauchte ich die 50 und nochmal 50. Das ist nämlich das, warum ich die Supercomputer gerade mache. Sagen wir, knacken das hier mal rein. Ja. Gucken mal, wie weit wir kommen jetzt hier. Ah, da war es schon fast alle. Was haben wir hier noch? Ah ja. Müssen wir 10 von denen machen. Halt, oder hier? Eisenarmierung, mal schnell mal 10 Stück. Danke. Bakterium. 10 Stück. Forschung starten. So, und die unten, da brauchen wir die anderen erst. Was kann man hier noch machen? Gewebe, Gewebe, Plastik. Oh, da muss ich unten das Plastik holen. Hier brauchen wir auch Gewebe. Statt mal mit hier. Ja, das hat man noch irgendwie. Oder nicht? Warum gehen die nicht? Ach so, weil ich hier hinten die Motoren baue. Da sieht man wieder auch nichts. Da haben wir uns mit den Motoren raus. Haben wir Eisenrohre? Haben wir noch irgendwo? Da haben wir noch mal ein paar. Ah, es ist halt, ich habe rein theoretisch viel zu wenig von allen. Zumindest das, was wichtig ist. Handwerk zu. Ja, machen wir das. Ja, ich glaube, die machen wir. Und hier brauchen wir nochmal 5 von den Oszillatoren. Oszillatoren. Kann man die bauen? Kann man gar nicht in der Hand bauen. Die kann man hier gar nicht bauen, ne? Aha. Ach hier, Quarz-Oszillatoren. Quarz. Wer hätte es gedacht? Ne, ich habe kein Quarz. Das ist normales Quarz, ne? Das habe ich nicht. Nicht vor Ort. Das ging nicht. Das kann man noch machen hier. Ich wollte das alles mal ein bisschen abschließen hier und, ach Mensch. Zwei Pilze und das. Was ich eigentlich habe. Ja, Hammer. Ja, Festplatten müssen wir auch mal wieder suchen. Weil wenn wir jetzt Phase 3 abgeschlossen haben, können wir forschen ohne Ende. Ich habe ja einiges weggedrückt. So, damit haben wir das zweite abgeschlossen. Jetzt haben wir hier Quarz. Ja, Quarz habe ich leider nicht. Da muss ich leider gestehen, muss mir das Quarz holen. So, was kostet er hier? Auch 1000. Können wir die schon bauen? Gewehrmunition. Was haben wir hier? Rauch, schwarzes Pulver. Brauchen wir das? Schwarzpulver? Ist das nicht erforscht? Wie will? Ich hier erforscht haben. Schwarzpulver. Auch schwach. Brauchen wir das? Aber nicht. Warum können wir das nicht? Jetzt bin ich. Was ist mit Zylinder? Nein, was nicht? Auch schwach. Ah, da brauchen wir.
wäre eine Maschine, ne? Ja, alles klar. Ich habe nicht, die braucht man nämlich Schwerölrückstände. Muss ich da unten meine kleine Maschine aufbauen? Ja, und ansonsten brauchen wir Quarz. Eine Menge an Quarz. Und halt Gewebe. 60 Gewebe brauchen wir. Das Gewebe ging hier. Gewebe, Gewebe, Gewebe. Hier mal so fest. Gewebe ging nicht hier. Ja. War doch hier. Oder nicht? Bin ich jetzt total blind oder was? Hier ist es doch. Da brauchten wir Biomasse und Mycelium. Biomasse habe ich noch ein bisschen. Mycelium muss ich bestimmt sammeln. Ein bisschen was haben wir hier? Ist nicht viel. Das ist gar nichts, was ich hier habe. Kommt ja nichts hin. Nochmal Biomasse. Ich sehe hier hinten in der Produktion müsste ich eigentlich noch was haben. Eigentlich. Leider. Komme ich nicht durch. Das ist zu dick. Passt nicht durch. Nummer 200. Meine Güte. Ja, die Forschung gehört leider dazu, ne? Was wir mal machen? Ich werde jetzt hier mal ein paar Gewebe machen. Was habe ich gesagt? 50 und 10, also 60 brauche ich. Müsste ich mir eigentlich nur genug Biomasse organisieren. Wobei es könnte reichen. Das könnte reichen. Reicht auch. Ah, ich dachte, wir kriegen die Forschung heute hier durch bei den MRM. Aber leider nicht. Ich habe schon genug. Reicht doch. Mehr brauche ich doch nicht. Halt, hier brauchen wir einen. Wo waren wir? Mitzählung. Dann hauen wir ihn hier mal an. Bei Schirm. Beschädigen. Hier brauchen wir Plastik, hier brauchen wir noch ein paar Rotoren. Dann brauche ich dann noch mehr. 25, 50 nochmal. Hier brauchen wir auch noch mehr. Ein Stadtbohren haben wir nicht. Rotoren. Rotoren haben wir. Muss ich echt mal gucken, dass ich mir noch ein paar Stadtbohren hole. Kann ich, glaube ich, hier oben klauen. Oder ausbauen. Whatever. Kann man die hier ausbauen? Nein, die sind keine drinne. Genau, ich habe die hier nur reingemacht. Wie waren das? Zähne, ne? Was haben wir jetzt an Schatron? 7. 8, 9. 10. Zehn. Wo waren wir? Hier waren wir, ne? Nein, waren wir nicht. Doch, hier waren wir. Medizinische Eigenschaft. Braucht mir nicht eben noch woanders auch die Stadtbohren? Nee. Ich mich gerade, war ich noch da. Aktiv. Bestätigen. Hier brauchen wir das Schwarzpulver, hier brauchen wir auch Scheiße. Was ist das? Oh, ummantelte Uranzellen. Okay. Das haben wir ja noch gar nicht. Aluminium.
Den haben wir schon. Na gut, ein bisschen sind wir da vorangekommen. Ich muss auf alle Fälle Quarz organisieren. Hier müssen wir, komm her, den haben wir rein. Dafür habe ich hier gerade die Stadt Dorn geholt. Da haben wir noch mal, ja, komm her, machen wir auch fertig. Ein bisschen zumindest. Also das weg ist es weg. Bisschen. So, hier brauchen wir noch mal Gewebe und Plastik. Und hier muss ich Dings bauen. Okay. So. Wie viel Zuckerrübe haben wir jetzt? Auch schon ganze 14. Yay! Plastik. Okay, hier muss ich einen Plastikcontainer einhängen. Habe ich hier nicht Container hingestellt? Habe ich. Müssen wir wegnehmen, oder? Ja. Platinen müssen wir auch wegnehmen. Ja. Einmal. Ach, ich habe hier noch was drin. Ah, ich habe hier noch perfekt von alles nehmen. Container sind ja noch bestückt. Alles nehmen. Danke. Das ist leer. So, jetzt können wir mal. Einmal. Zweimal. So, was war das jetzt? Plastik? KI-Begrenzer habe ich keinem noch nicht. Hier habe ich nicht mehr. Gut, wir packen einfach erstmal hier Plastik rein. War's schon. Und hier machen wir die Anschlüsse rein. Da haben wir auch. Keine KI-Begrenzer. Ein. Hey, ein KI-Begrenzer habe ich noch. Aber ich habe auch keine Computer mehr. Ah, ich muss das Zeug holen. Und hier vorne sieht auch aus, als ob der nichts mehr macht. Doch, er macht noch. Das ist ja eigentlich das, was ich ja zum Hauptwerk machen will. Macht nämlich nicht mehr. Da. Ich brauche erst 37, da muss ich nachlegen. Nee, da fehlt auch was anderes. Nein, fehlt nichts. Gummi, 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 Gummi. Ah, jetzt wird ein Bug. Das wird wieder auf dem Band angezeigt. Und dabei ist gar nichts mehr drauf. So, Motoren können wir auch nochmal nachlegen. Glaube ich. Hätten wir noch was? Aber wir legen nochmal nach. Und okay, links können wir holen. Die holen wir noch schnell. Ja, dann würde ich sagen, ich lasse die mal durchlaufen, bis die 500 zusammen sind. Und wenn wir die 500 zusammen haben, werden wir die Phase 3 abschließen heute noch. Definitiv. Also, die will ich fertig haben. Das ist mein Hauptmerk eigentlich. Das mit der Forschung ist nur so ein, ja, einfach fertig haben. Aber das ist das Wichtige hier. Darauf kommt es an. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die 500 Stück fertig sind. Ich werde gleich losmaschinen, nochmal ein paar Computer organisieren. Ich hoffe, dass ihr da unten noch was produziert hat. Wie viel Plastik haben wir hier eigentlich noch oben liegen? Hier hätten wir ein bisschen was, da kann man nochmal bestücken unten. Ja, nehme ich auch, danke. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Für mich dauert es ein bisschen länger, für euch ist es nur ein Bruchteil von einer Sekunde. Alles klar, bis gleich. So, die Forschung für Phase 3 sollte fertig sein. Wird dann ein paar Computer geholt, habe noch ein bisschen Plastik nachgelegt und so weiter und so fort. Und ja, sie ist fertig und ich würde sagen, wir schicken das Ding mal auf Reisen und haben dann wieder einiges an Forschung. Ja. Dann, let's go, lad mal das Gerät hier. Und weg damit. Es sieht ja so geil aus, wie das Ding ins All geschossen wird. Mach's gut. Bis die Tage. Ah.
Phase 4, okay. Wir haben da aber nur noch zwei Forschungen gehabt. Muss ich erstmal hier reingucken. Wie gesagt, so weit war ich auch noch nicht. Das erste Mal, dass ich so weit bin. Alter. Bauxit. Doch, hier haben wir schon Alu. Ah, Logistik MK5. Nein. Ja, brauchen wir auch. Das Band wäre wichtig. Aber dafür brauchen wir schon Alu. Okay. Ah, das können wir auch nicht machen, weil wir die Motoren nicht haben. Ich brauche überall Alu. Oh, nee. Ich brauche doch den MK3 Miner. Wo ist denn der? Ist der hier? Nee. Steuereinheit. Aha. Was es hier nicht alles so Schönes gibt. Atomkraft. Ein Hoch auf die Atomkraft. Ein Atomkraft brauchen wir erstmal nicht. Da sind die MK3 Miner. 100 Supercomputer, 1000, okay. Was ist er hier? Verschmolzener modularer Rahmen. Okay, da müssen wir gleich mal gucken, wo das geht. Ich gehe mal stark davon aus, der war hier dabei. Nein, war er nicht. War er nicht. War er nicht. Wozu nicht? Schweberucksack auch nicht. Hier ist er dabei. Wie heißt er? Verschmolzen, ja. N. Verschmolzener. Geht nicht. Rahmen. Gib einfach mal Rahmen ein. Wir suchen mal. Nein, finden wir auch nicht. Ach, weil wir es noch nicht freigeschaltet haben. Deswegen zeigt er uns das noch nicht an. Ah, Mann. Cheater. Also. Wo war das? Hier war das. Ah, nee, hier. Also wir müssen definitiv mit der Aluminiumproduktion loslegen. Oh, das dauert ganz schön lange, ehe wir da sind. Dann wäre als allerwichtigstes das erstmal. Dass wir unser Förderband hier im Lager ein bisschen machen können. Dass die Autos, beziehungsweise ja, der Transport mit den Autos, LKWs, ein bisschen zügiger funktioniert. Und das wäre wichtig. Ich muss das Spiel, glaube ich, mal anlassen. Ich mache es ja mal aus, wenn ich die Aufnahmen fertig habe. Bereite ein bisschen was vor, dann bevor ich wieder starte. Aber so richtig laufen lassen tue ich es nicht. Aber da werde ich wohl jetzt nicht mehr drum rumkommen, dies zu machen. Damit wir hier irgendwo weiterkommen. So, aber ich habe ja ein bisschen Material noch geholt. Habe ich nicht geholt. Bakterium habe ich auch nichts geholt. Das haben wir auch nicht. Das haben wir auch nicht. Da haben wir hier noch Quarz. Quarz habe ich auch nicht geholt. Da sollten wir auch nichts machen können. Schwefel. Ich habe da eben noch Material geholt. Heute will ich echt nichts mehr machen. Wir können nichts mehr machen. Wir müssen jetzt unter anderem auf die Supercomputer warten. Wo wir jetzt mittlerweile 22 haben. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das ist alles leer. Das ist sehr gut. Also, Plastik. Und Computer. Dann knacken wir hier mal Plastik rein. Und hier oben knacken wir mal die Computer rein. Ja, ich muss das Game sozusagen mal laufen lassen, dass wir so ein bisschen in Vorproduktion gehen können, weil aktuell arbeite ich ja nur mit dem Material, was wir wirklich gerade, ja, auf die Hand produzieren, auf Deutsch gesagt. Und damit komme ich jetzt mittlerweile nicht mehr aus. Nicht mehr annähernd. Aber das war mir eigentlich fast klar, dass das irgendwann passiert. Gut. Ja, ob die Woche noch eine Folge kommt, weiß ich nicht, weil mir ist auch eine Festplatte abgeraucht. Ich muss erst mal gucken, wegen Thumbnails, natürlich genau die Aufnahmefestplatte, also wo alles gespeichert wird.
Die ist mir abgeraucht. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Eventuell gibt es ein neues Thumbnail. Oder ja, muss halt gucken, ob ich die Festplatte auseinandernehmen kann und irgendwie doch wieder zum Laufen kriege. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, die Woche noch eine Folge zu bringen. Weil Festplatte ist erstmal wichtig. Ja, also ohne dem geht gar nichts. Ja, ansonsten die Ideen. Wie gesagt, ich bin absolut, laufe ich jetzt hier gerade blind. Ich habe den Krimskrams alles, also so weit war ich ja eigentlich noch nie. Ich war bis Phase 2. 3 habe ich, glaube ich, auch nie abgeschlossen. Also das ist auch schon alles neu für mich. Und das jetzt hier mit Phase 4 ja sowieso. Ja, Alter, was brauchen wir denn hier alles? Eine kleine Blume Shop, okay. Ja, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja, also wenn ihr da Ideen habt oder Anregungen habt für den Aufbau oder worum ich mich erstmal kümmern sollte, was ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe, haut mir das mal in die Kommentare. Weil wie gesagt, ich war noch nie so weit, das allererste Mal jetzt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, sehr spannend war es die Folge nicht. Es war nur ein bisschen Forschung. Aber das muss auch gemacht werden. Wir werden demnächst auch wieder auf Festplattenjagd gehen. Müssen wir gehen, um das ja voranzutreiben. Beziehungsweise wir haben ja nur 2 Stück. Und wir haben ja noch etliches an Alternativrezepten, die wir uns holen müssen. Deswegen, das wird man demnächst auch wieder angehen. Und ja, Kommentare, falls ich irgendwas nicht auf dem Schirm habe, was ich unbedingt angehen sollte, vorneweg, weil es halt lange dauert. Ne? Nutzt die Kommentare dafür. Dafür sind sie da. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ist auch gut für den YouTube-Algorithmus. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, macht's gut.